Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute übersetze ich euch das Inside Star Citizen der vergangenen Woche, weil da gab es ein Thema, das mich interessiert hat und ich mich gefragt habe, warum erwähnt CIG das immer wieder so gerne? Und zwar geht es heute um Fenster. Dann gibt es das Inside Star Citizen von dieser Woche. Sean Tracy und Mark Abend, sozusagen zwei Urgesteine, fast schon Legenden von CIG, sind im Star Citizen Live zu Gast gewesen und natürlich gucken wir uns das Stück für Stück im Detail an, was dort gefragt und von den beiden geantwortet wurde. Und es gab wieder ein Ask Me Anything und auch das habe ich hier nochmal eben schnell mit reingepackt. Wieder also eine vollumfängliche, abendfüllende Sendung, in die wir jetzt einsteigen. Viel Spaß! CIG hat drei Begriffe in dem Radarsystem von Star Citizen. Radar, Ping und Scanning. Radar ist in gewisser Weise die passive Erkennung. Das heißt, dass Objekte automatisch auf dem Radar auftauchen und man sie so erkennen kann. Für einen Ping muss man bereits aktiv werden und einen Knopf drücken. Das sendet eine Signalwelle ins All, den Ping, der über eine viel weitere Entfernung wirkt. Scannen schlussendlich ist der Vorgang, mit dem detaillierte Informationen über ein spezifisches Objekt abgerufen werden können. Dieser Vorgang dauert aber auch am längsten. Jeder dieser Vorgänge basiert auf Signaturen, die Objekte aussenden. Schiffe verfügen über dynamische Signaturen. Sie schwanken in ihrer Stärke je nach aktueller Tätigkeit. Deshalb kann man im UI, der Benutzeroberfläche, sehen, wie die IR- und EM-Werte fluktuieren. Diese Dynamik bietet gleichzeitig Gameplay, weil man Komponenten ein- und ausschalten und sich so die Signaturstärke und die Entfernung, in der man sie messen kann, beeinflussen lässt. Was CIG an diesem an sich schon tollen System nicht so gut gefällt bislang, das ist das Fehlen jeglicher Information darüber, wie gut man von anderen Spielern oder der KI entdeckt werden kann. Sozusagen eine Anzeige wie in einem Schleichspiel, ob man sich gerade im Schatten befindet oder eher in einem beleuchteten Bereich, in dem man entdeckt wird. Im Moment funktioniert es nur andersherum. Man kann Schiffe scannen und sieht, ob und was für Ladungen sie an Bord haben. Besonders das Gesetzsystem ermöglicht viele Gameplay-Szenarien. Findet man ein Schiff mit illegaler Ware im Laderaum, kann man sich überlegen, diese Ware zu stehlen oder den Kapitän festzusetzen. Das Ping-System hingegen bietet noch zu wenige Informationen als Feedback. Hier möchte es CIG noch nachbessern, genauso wie beim Scanning-System. Es soll in die Richtung des Scanning-Systems gehen, ohne dabei natürlich diese Detailtiefe zu erreichen. Auch Gaswolken sollen nicht einfach nur Sphären sein, die mit dem Scan- oder Ping-Signal kollidieren. CIG möchte vielmehr erreichen, dass die Spieler ein konkretes Abfragefeedback erhalten, sodass man weiß, dass man sich beispielsweise in einem Bereich mit sehr hoher Umgebungssignatur befindet, wie die zuvor genannte Gaswolke, die die eigene Signatur entsprechend dämpft bzw. überlagert und man so in der Lage ist, sich dort zu verstecken. Sean Tracy liked the idea of Sean Tracy gefiel die Idee, dass man, wenn man einen Haufen Großkampfschiffe und ein paar Fregatten hat, vielleicht einige der kleineren Schiffe nicht sehen kann. Dass sich kleine Jäger hinter großen Trägerschiffen verstecken können. Wenn man also weit weg ist, denkt man sich, okay, da ist eine Idris. Oh, vielleicht kann ich sie ausschalten. Wenn man ein bisschen näher heranfliegt, merkt man, dass da eine ganze Flotte anstatt einer einzelnen Idris ist. So with scanning, we want to increase the granularity of the information you get from scanning. So pilot the other. Es geht also um die Balance zwischen dem Verstecken von Dingen und dem Zeigen von Dingen. Nicht nur um tolle Spielerlebnisse zu bieten, sondern auch Stealth-Gameplay ermöglichen zu können. Mit dem Scannen möchte CIG die Granularität der Informationen, die man vom Scannen erhält, erhöhen. So wird man neben dem Schiffstyp auch Komponenten erfassen können, die Bewaffnung und natürlich die Ladung, ob brisante Fracht an Bord ist oder ob es sich um ein spezielles Schiff handelt. Um diese Informationsdiversität zu erreichen, ohne
den Allzweckscanner für jede Lebenslage zu haben, wird es spezifische Scanner geben, zum Beispiel für medizinischen Gebrauch, Scanner speziell für Kriminalitätsaspekte, Mining und so weiter. Let you know that there's a wanted person on board. We want to let you know that maybe there's some volatile cargo on board. We want to let you know that there's something interesting relative to your specialization of the ship. It also unlocks more stuff for the designers to say, this type of scanner is going to be more for medical use. This type of scanner is going to be more for criminality or something like that. What we're doing with Ping is, for the first time, we're going to actually allow you to not only get the blob information, which... Der Ping gibt einen sogenannten Blob zurück, also einen Raum, in dem sich ein gesuchtes Objekt befindet. Wenn die Signaturen stark genug sind, kann man den Inhalt des Blobs anschließend scannen. Das ist eine Option, die bisher nicht möglich war. Which is something we weren't able to do before. You won't see a lot of these things happen all at the same time. It opens up the door so that we could push things in through patches and through waves. What we're looking for is a fun player experience. Was CRG bei all diesen Dingen und Gedanken sucht, ist ein unterhaltsames Spielerlebnis beim Finden von Dingen. Letztlich sollen die Spieler in der Lage sein, mit den bestmöglichen Gameplay-Optionen in den Raum hineinzuschauen, um festzustellen, hey, da ist was Interessantes, das ich tun möchte, und das ist die Richtung, in die ich gehen muss, um diese spaßige Sache zu erleben. Das ist es, worauf CIG hinarbeitet. Weiter geht's mit dem Sprint Report. And members of the vehicle tech team join us to answer your questions live. But up next, it's that time. Let's jump into another Sprint Report. Und wir starten mit einem Blick auf die jüngsten Fortschritte bei den Krankenhäusern, angefangen bei diesen unzähligen Krankenhauseinrichtungsgegenständen wie Tischen für den Wartebereich und medizinischen Notfallliegen, die man durch die Flure rollen sehen kann. Es gibt sogar ein neues Konzept für diese Hightech-Trage. Wenn Jared an die Push-Pull-Möglichkeiten denkt, erinnert ihn das an das erste Mal, als er aus dem Krankenhaus geworfen wurde, und das zweite Mal. Das Team arbeitete weiter an der Greybox-Ausgestaltung für die Notaufnahme von New Babbage, die noch ein wenig aufgeräumt werden muss, an einem der verschiedenen medizinischen Räume, an den Außenansichten vor den Fenstern. The exterior vistas outside the windows. And then dropping in some placeholder signage. Und an einigen Platzhalterschildern, die als Leitfaden für andere Artists dienen sollen, wenn es an der Zeit ist, diesen Ort wirklich herauszuputzen. Zusätzlich zur Beschilderung im ersten Durchgang wurde mit der Begrünung begonnen. Und es wird bereits darüber nachgedacht, dass einfach höher wachsende Pflanzen benötigt werden. Hier ein Blick in die Greybox des Schwesternzimmers im Stationsbereich. Das Team denkt derzeit darüber nach, dass dies der erste Bereich sein wird, der in die endgültige Gestaltung aufgenommen wird, sodass er als visuelle Orientierung für die restlichen Bereiche des Brentworth-Krankenhauses dienen wird. Orison generell geht langsam dem Ende der Greybox-Phase entgegen, beispielsweise mit der Lobby, den Versicherungskabinen und andere Bereiche, die wir später selbst entdecken dürfen. Wenn Orison in die Final Art Phase eintritt, wird es noch mehr Glas und spezielle Lichteffekte geben, wie wir sie im letzten Quartal bei unserem Blick auf die Handelsplattform Arcade gesehen haben. Jetzt geht's aber rein in den Weltraum. Einige der weltraumbegeisterten Artists haben einige frühe Aufwärmtests für die Erstellung der Gaswolken erstellt, die den Sprungpunkt von Stanton nach Pyro bilden werden. Ausgehend von der Arbeit, die bereits für die CitizenCon 2949 erstellt wurde, musste hinsichtlich all der neuen technologischen Fortschritte der letzten zwei Jahre alles überarbeitet, aktualisiert, besser in den dreidimensionalen Raum extrapoliert werden, sodass man sich diesen speziellen Wolken aus jeder Richtung nähern kann. CRG hat noch nicht ganz die schöne Schmetterlingsform zurück, die sie uns 2019 vorgestellt haben, aber wir werden später im Jahr noch einmal auf diese Gaswolken zurückkommen, wenn die Entwicklung vorangeschritten ist. Diejenigen, die bereits in die Alpha 3.13.1 gesprungen sind, derzeit im PTU verfügbar, wissen, dass das Andocken von Schiffen an Raumstationen zusammen mit der Invictus Launch Week später in diesem Monat ins Spiel kommen wird. Und hier sehen wir einige der letzten Beleuchtungsdurchgänge, die für die verschiedenen Andockbereiche der Reststops und der Sicherheitsstation gemacht werden. Thank you.
Im Anschluss an einige der Rüstungskonzepte, die wir letzte Woche gesehen haben, hier ein Blick auf den Hochtemperatur-Raffineriearbeiter, der derzeit seinen Weg durch die Character-Pipeline macht. Das Text-Branding, das wir hier sehen, ist modular. Es kann also jede Firma abgebildet werden, die für den jeweiligen Standort geeignet ist. Genauso wie der Helm mit mehreren Variationen, um Abwechslung in die herumlaufenden NPCs zu bringen. Und weil es wichtig war, dass in einer so heißen Umgebung wie dieser keine Haut zu sehen ist oder keine Haut freiliegt, gibt es auch eine nette Möglichkeit, das Mobiglas trotz Ganzkörper-Hochtemperatur-Schutzanzug zu nutzen. Und letzte Woche bekamen die Subscriber einen ersten Blick auf die neue Rüstung von Tier Chappie, einem brandneuen kleinen Hersteller, der auf der Bildfläche erschienen ist und begonnen hat, die Märkte im Sturm zu erobern. In der aktuellen Ausgabe des Jump Point Magazins erfahren wir mehr über diesen neuen Hersteller und sein Portfolio. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Wohnplattform von Orison, der kommenden Landezone für den Gasriesen Crusader. CRG möchte noch nicht alles vorstellen, um uns die Überraschung nicht zu verderben. Aber Jared denkt, wir können uns vielleicht diesen kleinen Ausblick auf die Zypressen genehmigen. I think we can maybe share this brief sprint on updating the cypress trees that will find their way throughout the platform. Und zuletzt kommen wir zurück zu den HAB-Räumen selbst und ein viel gewünschtes Feature. Viele der Räume kommen nun mit Fenstern zur Außenwelt. Dieses Stichwort Fenster hat mich stutzen lassen, denn zum wiederholten Mal weist CRG auf dieses Feature hin. Fenster in Raumstationen, Fenster mit Blick nach draußen. Aber ist das denn so etwas Besonderes, Fenster in einem Computerspiel? Ist es schwierig zu entwickeln oder zu implementieren? Auf der Suche nach einer Antwort konnten mir einschlägige Suchmaschinen nicht weiterhelfen. Also nahm ich Kontakt mit dem User Bullfrog auf, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Alle Informationen, Bild- und Filmmaterial sind von Epic und Unreal zur Verfügung gestellt und von Bullfrog aufgearbeitet worden. Vielen herzlichen Dank dafür. Wie ihr wisst, besteht jede Szene eines Spiels aus unfassbar vielen Ebenen, sogenannten Layern, Shadern und weiteren Grafikeffekten. CRG hat hierzu mal ein kleines Video vorgestellt, das ich euch an dieser Stelle noch einmal einspielen möchte, um euch die Komplexität wieder in Erinnerung zu rufen. Wir wissen außerdem, dass die benötigte Performance von Star Citizen mit sogenannten Object-Containern hergestellt wird. Object-Container sind eine proprietäre von CRG entwickelte Spieltechnologie. Der Zweck der Container ist es, den extrem riesigen Spielbereich oder im dreidimensionalen Sinne Spielvolumen in verwaltbare Teile zu unterteilen, die vom PCs des Users auch berechnet werden können. Jeder Container legt den Umfang dessen fest, was sichtbar ist und womit interagiert werden kann. Diese Container sind hierarchisch strukturiert und können dabei ineinander verschachtelt sein. So kann selbst ein einzelnes Schiff aus mehreren Object-Containern bestehen, was sich in einem Object-Container einer Raumflotte bewegt, die sich im Object-Container Planetenorbit befindet, der sich im Teilabschnitt XY123 des Weltraums befindet, der sich im Object-Container Stanton befindet. Object-Container sind also modular und dynamisch.
Die modulare Natur von Object-Containern bedeutet dabei, dass die Ressourcen jedes Containers einzeln aus dem Speicher geladen und entladen oder von einem Server auf einen anderen übertragen werden können. Was wir hier in einem kleinen Demofilm sehen, ist die sehr, sehr, sehr vereinfachte Version von dem, was in Star Citizen passiert. Tatsächlich kommen ja noch 10, ja, hunderttausende Object-Container hinzu, die per Bind-Culling angetriggert, gestreamt, berechnet und wieder gelöscht werden müssen, zu jeder Zehntelsekunde in jedem Frame. Object-Container betreffen aber nicht nur die darzustellenden Objekte. Sie umfassen auch in einem Raum oder einer Szene zu nutzenden Programmcode. Ein Teil wird benötigt zum Berechnen der Innenraumbeleuchtung, ein anderer zum Rendern der Außenansicht, womit wir uns langsam dem eigentlichen Thema nähern. Die beiden mit den Object-Containern zusammenhängenden Technologien, Bind-Culling und Object-Container-Streaming, bestimmen, welche Object-Container gestreamt und berechnet werden, basierend darauf, was der betreffende Spieler sieht oder in Kürze sehen könnte. Object-Container-Streaming reduziert somit die Anzahl der Elemente, die gleichzeitig im Spiel sind, was die CPU und den Arbeitsspeicher entlastet. Ohne diese Technologie würden wir selbst mit 200 GB Arbeitsspeicher heutzutage Star Citizen nicht mehr spielen können. Das Object-Container-Streaming bezieht sich darauf, wie eine Umgebung während des Spiels aufgebaut wird. Anstatt alle Details des Spiels auf einmal zu laden, werden primär die Objekte geladen, die groß genug sind, dass sie vom betreffenden Spieler gesehen werden können. Wenn ein Objekt über die sichtbare Entfernung hinausgeht, können seine sichtbaren Assets verworfen werden, entladen werden, sodass es nur noch ein Markerobjekt mit wichtigen Eigenschaften wie Position und eine ID ist, damit es als Kommunikationsziel zwischen Client und Server dienen kann. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt der Radar- und Ping-Gameplay-Mechanik. Nach der ganzen Theorie kommen wir zurück zur Praxis. Stellen wir uns vor, ein Spieler befindet sich in einer Raumstation. Diese Raumstation ist sehr komplex, dennoch für heutige Hardware kein Problem zu berechnen. Shader, LODs, Level of Details, Sauerstoff, Assets, KI und Physikberechnungen. Möglicherweise werden noch verschachtelte Object-Container der Nebenräume gestreamt, die aber grundsätzlich auf dieselben Assets zurückgreifen. Zeitgleich kommen wir als Mannequins, als Spieleravatare, mit solchen Sachen wie Sichtfokus, Third-Person-View, beschlagener Helm, Taschenlampen, in einem Raumschiff oder einem Fahrzeug und alles mit eigenen Volumes hinzu. Alles in einzelnen Räumen. Wenig problematisch, also machbar durch das Object-Container-Streaming. Draußen, vor der Station natürlich, der Weltraum. Ein Spielbereich, ein Spielvolumen, mit seinen eigenen Object-Containern, Licht, Atmosphären und Physikberechnung, Distance View, LODs und so weiter und so weiter. Die rechnen, rechnen, rechnen und wieder kommen neben KI-NPCs auch unsere Mannequins, unsere Spieleravatare ins Spiel. Und noch mehr, denn wir dürfen die ganzen hochkomplexen volumetrischen Berechnungen wie Gaswolken, Nebel, Post-Processing-Volumes und so weiter nicht vergessen. Was passiert, wenn jetzt in diesem Szenario ein Fenster in die Raumstation eingefügt wird, ist Folgendes. Wir sehen hier eine exemplarische Szene eines Blickes von einer Station, einem Raum, hinaus in den Weltraum, sehr vereinfacht dargestellt. Unten im Bild eingeblendet ist eine Farbskala, die die Anzahl und Komplexität der Shader-Berechnungen darstellt, von grün ganz links über rot in der Mitte bis hin zu weiß ganz rechts. Je greller das Rot, je weißer die Farbe, desto aufwendiger ist die Berechnung. Wir sehen, dass im Raum alles grün ist, also für die CPU gut zu berechnen. Im Fenster wird's interessant, denn plötzlich überlagern sich die Szenen, denn wir können viel weiter gucken und dementsprechend müssen viel mehr Object-Container gestreamt und berechnet werden. Bereiche nahe des Fensters sind dunkelrot, also komplex, aber noch zu schaffen. Je weiter wir zum Horizont gucken, desto mehr wird es unsere CPU in die Knie zwingen. Extrem heftig wird es, wenn wir gegenüber zum Beispiel ein Schiff mit großer Glasfront haben, zum Beispiel die Brücke, sodass unser armer Rechenknecht aus unserer Raumstation über den Weltraum hinweg auch noch den Brückeninnenraum mit den Bewegungen der Figuren darin streamen und berechnen muss. Denn schließlich soll ja alles in Echtzeit geschehen.
Fliegt ein Raumschiff draußen vor dem Fenster vorbei, wollen und müssen wir das von unserem Fensterplatz aus sehen. Dieses Standbild hier verdeutlicht noch einmal die verschiedenen Komplexitätsstufen. Die Shader sind so überlagernd, so komplex, dass es sich zu einem Rechenmonstrum kumuliert. Alles, was direkt in der Umgebung unseres Charakters liegt, ist grün, also einfach zu berechnen. Die Assets hinter dem Fenster, hier als 2 gekennzeichnet, sind schon komplexer zu berechnen. Und noch komplexer wird es, wenn wir in ein Fenster gegenüber gucken. Und das ist nur ein Fenster, weil wir nur durch ein Glas gucken. Und wie wir gelernt haben, ganz schnell weiß, also quasi ein CPU-Killer wird es, wenn wir durch mehrere Fenster, durch mehrere durchsichtige Objekte hindurch gucken können. Ihr seht also, mal eben nur ein Fenster in eine Raumstation oder ein Raumschiff einzubauen, das ist alles andere als trivial. Es muss viel berücksichtigt werden und bedeutet eine sehr genaue Abwägung dessen, was man potenziell sehen kann, wie weit man sehen kann, was das Ziel dieses Blickes nach draußen durch das Fenster ist. Weiterhin hat CRG es durch einige Berechnungs- und Streaming-Kniffe geschafft, trotz aller entstehenden Komplexität eines oder mehrerer Fenster die Performance sozusagen dennoch am Leben zu erhalten und damit den Spielspaß trotz Fenstern beizubehalten. Mal wieder ein kleines Zauberstück, von dem ich dachte, es könnte euch interessieren. Vielen Dank abschließend nochmals an Unreal, Epic und insbesondere den User Bullfrog, der mir Hintergrund, Zusammenhänge und Herausforderungen erklärt hat. Und weiter gehen wir jetzt in das Star Citizen Live mit Sean Tracy und Mark Abend, wo es auch um das Radar- und Ping- und Scanning-Gameplay geht und vielen spannenden Fragen und Antworten. Es sind verschiedene Konzepte, obwohl sie ein geschlossenes Gameplay-Element sind. Mit Radar kann ich auf passive Weise erkennen, dass da etwas in Sensorreichweite ist. Ein Schiff, eine Raumstation oder ähnliches. Mit dem Ping kann ich Dinge entdecken, die bislang verborgen waren. Sei es, weil es sehr, sehr weit weg ist von meiner Position aus gesehen oder sei es, weil es in einem Störfeld verborgen liegt. Mit dem Ping kann ich diese Objekte entdecken, mit dem Nachteil, dass ich mich als Sender ebenfalls sichtbar mache durch das Aussenden dieser Signalwelle. Wenn ich ein Objekt entdeckt habe, sei es durch Radar oder Ping, kann ich mich diesem Ziel nähern und mittels Scan detaillierte Informationen erhalten. Radar, Ping und Scanning gab es zwar bereits, aber es war von verschiedenen Leuten entwickelt worden und arbeitete nicht wirklich auf konsistenter gemeinsamer Basis. Das wurde beziehungsweise wird noch gelöst, indem es auf einheitlicher Datenbasis neu aufgesetzt wird. Das wird auch die Grundlage dafür sein, Informationen von Radar, Ping und Scan mit anderen Spielern teilen und austauschen zu können. Das neue System wird ab Alpha 3.13 fortfolgende nach und nach ausgetauscht. Dabei wird es aber nicht so sein, dass wir Radar- und Ping-Informationen auf unserem Spieler FPS-HUD spiegeln können werden. Was übertragen können wird, sind die Scan-Ergebnisdaten. Hintergrund dieser Entscheidung ist laut Mark Abend, dass die Systeme des Scanners kompatibel mit dem Anzug- bzw. Helmsystemen sind, wohingegen Schiffsradar und Schiffsping sehr mächtige Systeme sind, die nicht vom HUD-Anzugsystem der Spieler verarbeitet werden können wird. Für mich klingt das nach einer Erklärung dafür, dem Spieler quasi keine übermächtigen Vorteile durch diese HUD-Informationen an die Hand zu geben, sondern dafür zu sorgen, dass jeder Spieler im gewissen Rahmen ähnliche Spiel- und Informationsvoraussetzungen hat, wenn sie oder er zu Fuß im Verse unterwegs sind. 100%ig, ja, wir werden in der Lage sein, Scanning-Daten zu speichern und zu verkaufen, aber noch nicht im nächsten Patch. Hier haben intensive Gespräche mit den Spieldesignern stattgefunden.
Ergebnis ist, dass speziell ausgelegte Schiffe definitiv besondere Stärken haben werden in diesem Gameplay, indem sie beispielsweise eine höhere Reichweite haben werden oder spezifische, besondere Informationen entdecken können, sodass es wertvoll sein wird, eine Terrapin oder Hornet Tracker oder ähnliches im Verbund dabei zu haben, weil sie die Radar- und Ping-Systeme der anderen Schiffe in gewissen Bereichen übertreffen werden. Dazu kommt, dass es drei verschiedene zu entdeckende Signaturen gibt: Infrarot, elektromagnetisch und Querschnitt. Die Infrarotsignatur basiert auf der durch Komponenten auf Schiffen erzeugte Wärme. Der größte Teil dieser Wärme wird vom Kühlsystem aufgefangen, je nach Effizienz, und über Wärmetauscher aus dem Schiff abgeleitet. Diese ausgestoßene Wärme kann zusammen mit der ungekühlten Wärme von Triebwerken oder anderen Komponenten von Infrarotscannern entdeckt werden. Die elektromagnetische Signatur, die sogenannte EM-Signatur, bezieht sich auf den Energieverbrauch. Alles, was Energie verbraucht, erzeugt eine EM-Signatur. Die Energiewaffen des Schiffes, der Schildgenerator, Energiegeneratoren und die Triebwerke und jede einzelne Komponente. Das Energiemanagement ist entscheidend für die Einstellung der EM-Signatur eines Schiffes. Kapitäne können zum Beispiel wählen, ob sie ihre Signatur mit weniger schützenden Schilden verringern oder besser geschützt, aber gut sichtbar sein wollen. Die EM-Signatur wird von bestimmten Raketen, Verfolgungssystemen und fortschrittlichen EM-Detektoren genutzt. Übrigens, der Ping ist ein weiterer wichtiger elektromagnetischer Emittent. Die Cross-Section-Signatur, die Querschnittssignatur eines Schiffes, kann vom Radar-Sweep erfasst werden, genau wie bei Radarsystemen des 20. Jahrhunderts. Das heißt, je größer das Schiff und je stumpfer die Form, desto eher wird es von den Standardsensoren erfasst. Aber für Piloten mit größeren Schiffen ist nicht alles verloren, da Hüllenmaterialien verwendet werden können, um zum Beispiel die Sichtbarkeit zu minimieren. Bestimmte äußere Modifikationen, wie zum Beispiel spezielle Panzerungen, können Radarsignale absorbieren und streuen, obwohl sie zu einem Verlust des gesamten Panzerschutzes oder der Manövrierfähigkeit führen können. Kein Radar oder Scanner wird alle drei Signaturen gleich gut abtasten können. Weiterhin gibt es spezielle Radar- und Scansysteme, zum Beispiel mit Fokus auf medizinische Elemente, Frachtraumüberprüfung, Status und Datenbankinformationen über ein Schiff oder den Kapitän und so weiter. Genug Spielraum also, um die auf Radar und Scan spezialisierten Schiffe auch mit den entsprechenden Stärken und Vorteilen gegenüber anderen Schiffen auszugestalten. Das hängt vom Schiff ab und auch der Fracht des Schiffes. Außerdem ist zum Beispiel die Querschnittssignatur eines Schiffes nicht abzuschalten. Sie ist immer da. Aber natürlich wird man alle Systeme abschalten und sich hinter Asteroiden verstecken können. Zu beachten ist natürlich, dass es Zeit braucht, im Bedarfsfall alle Systeme wieder zu reaktivieren. Betreffend der Querschnittssignatur wird CRG auch die SDF-Technologie verwenden, also die Signed Distance Fields-Technologie, was dazu führt, dass die Scan-Ergebnisse des Querschnitts sogar davon abhängen werden, in welcher Flugposition sich ein Schiff befindet. Wenn eine Hammerhead horizontal zu einem fliegt, ist selbst für dieses große Schiff die Querschnittssignatur eher gering. Diese Spielmöglichkeiten betreffen auch alle anderen Arten von Störungen. Es wird verschiedene Arten von Störsignalen geben, die nicht zwingend alle Signaturen eines Schiffes überlagern. Wird man also ein in einer Gaswolke verstecktes Schiff per Ping entdecken können? Abhängig von den Gegebenheiten? Ja, wird das möglich sein. Es wird ergo nicht die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit geben, sich unsichtbar machen zu können. An dieser Stelle wird auch noch einmal darauf hingewiesen, dass sich das gesamte Gameplay und die Mechanik in Entwicklung befinden, was auch die UIs betrifft, also die Benutzeroberflächen, die sich unterscheiden werden generell und insbesondere die heutigen Versionen können als veraltet betrachtet werden, weshalb sie in absehbarer Zeit durch die Building-Block-basierten neuen Versionen ersetzt werden. Schritt für Schritt. Definitiv, zuerst gesagt, wird es möglich sein. Nicht zuletzt, weil es eines der Steckenpferde von Tony Z ist, dessen er nicht müde wird, dieses Thema immer wieder auf den Tisch und zur Diskussion zu bringen. Wie man es umsetzen wird, ist noch nicht bis zuletzt ausgearbeitet. Man wird eine Art Datenbank zur Speicherung von Informationen erhalten, wo diese Informationen quasi paketiert als Gegenstand abgerufen und gehandelt werden können. Es ist allerdings etwas komplizierter als das, denn genau wie in Battlefield geht es nicht nur um den Handel mit Informationen, sondern auch um das Teilen mit der eigenen Gruppe.
sodass man ein Squad-Sight hat, was bedeutet, dass jedes Teammitglied dieselben Radar- und Scan-Informationen auf dem HUD sieht und somit alle über denselben Informationsstand verfügen. Wie das möglich sein wird, das wird sowohl technisch als auch auf Design-Ebene entwickelt. Und das Thema generell liegt in den Händen bzw. im Kopf von Tony Z, der sich diesem Thema verschrieben hat. Ja, aber nicht mit 3.13 oder 3.14, sondern in einer nicht genannten Zukunft. Nicht zuletzt bedingt dadurch, dass es, wie zuvor gesagt, unterschiedliche Ausrichtungen von Scannern geben wird, welche für Mining, Medizin-Gameplay, Kampf und so weiter geeignet sind. Und die MFDs sollen diese unterschiedlichen Themenbereiche klar und verständlich kommunizieren. Jedes Schiff wird eine Datenbank erhalten, die dafür sorgt, dass jedes Crewmitglied Zugriff auf die Informationen des jeweils anderen hat. Insofern wird nicht nur der Co-Pilot diese Möglichkeit haben, sondern auch der Turmschütze, weil er gerade ein Schiff gescannt hat, der diese Informationen in der Schiffsdatenbank hinterlegt, sodass der Navigator oder der Kapitän dann ebenfalls Zugriff auf diese Informationen haben. Inwieweit den Spielern Kontrolle darüber gegeben wird, ist noch nicht klar, aber in aktiver Diskussion im Rahmen der Entwicklung der Scan- und Radar-Gameplays. Definitiv wird man aber gewisse Signaturtypen an- und ausschalten können. Grafik und VFX arbeiten an neuen Designs dieser sogenannten Blobs. Die Idee ist, dass die Informationen einen Bereich aufzeigen, aber dass dieser Bereich weniger spezifisch ist. In diesem Rahmen denkt man darüber nach, dass dieses Systemfeedback eher zweidimensional sein soll anstatt eines dreidimensionalen Würfels. Ob das so umgesetzt wird oder man irgendeine geartete Hybridlösung schafft, ein quasi 3D, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Es wird aber so sein, abhängig von der Entfernung und Klarheit des Scan-Ziels, dass das visuelle Feedback des Pings sich unterscheiden wird von dem heutigen. Der Spielloop ist, dass man zuerst pingt, sich dem ausgewiesenen oder gefundenen Bereich nähert, das Radar einsetzt, um am Ende das Zielobjekt zu finden und zu scannen. Das Radar des Anzugs des Spielers, wenn er zu Fuß unterwegs ist, das FPS-Radar, wird im Prinzip alles erkennen können. Das FPS-Radar wird am Ende des Redesigns Entitäten gebunden sein. Und genau wie bei den Schiffen wird es verschiedene Arten von Scannern geben mit jeweiligen Stärken und Schwächen. Das System ist dabei 100% flexibel und es liegt an den Designern zu entscheiden, was gescannt werden kann. Grundsätzlich gibt es da technisch aber keine wirkliche Einschränkung. Es gibt einige Ideen dazu, aber der Fokus liegt eher auf der Diversität von Komponenten und Informationen. Vielleicht liegt es aber auch im Bereich des Möglichen, dass man Informationen interpretieren muss oder Navigationspunkte durch Extrapolieren von Scan-Positionsergebnissen errechnen zu müssen. Hier ist man aber noch ganz am Anfang der Überlegungen und kann zum möglichen Gameplay-Ziel nichts Konkretes sagen. Am Ende wird es aber Schritt für Schritt gehen. CRG entwickelt Gameplay-Komponenten, schaut sich an, wie die Spieler damit umgehen und welches Feedback sie geben, um von dort aus dann weiterzugehen, den nächsten Entwicklungsschritt zu tun. Hoffentlich soon, TM, sagt Mark Abend. Es gibt zwei verschiedene Arten von Atmosphären. Es gibt Atmosphären mit sensorischen Störfeldern, die ein größeres Schiff verbergen können. Hierbei ist die Störung letzten Endes nur ein Modifikator, der bestimmt, wie weit entfernt man sein muss, um welches Feedback zu erhalten oder zu verlieren. Und dann gibt es noch eine Art Umgebungslicht, welches die optische Erkennung verhindert. Also Stichwort die Cross-Section-Signatur. Man muss dann einen bestimmten Winkel einnehmen, um ein Zielobjekt erkennen zu können. Mit dem Vehicle Experience Team wird darüber diskutiert, welche Emissionen wir sehen sollen, damit vernünftige Reichweiten für Ping, für reguläres Radar, passives Radar und Scanning ermittelt werden können. Sobald man diese festgelegt hat, können sie im System hinterlegt werden. Da diese Daten aber eine große Auswirkung auf das Gameplay haben, muss mit der Festlegung dieser Werte sehr vorsichtig umgegangen werden. Erste Iterationen sollen ab 3.14 ins Verse ausgerollt werden. Eines der großen, grundlegenden Dinge, die CRG im Rahmen der Entwicklung des Scan-Gameplays getan hat, ist der Versuch, darüber nachzudenken, wie alles Scannbare überhaupt gescannt werden kann und was und wie diese Informationen freigeschaltet werden können.
CRG hat also ein System entwickelt, mit dem sie Möglichkeiten schaffen können, Informationen entweder durch asynchrone Aufrufe oder durch sofortige Datenübermittlung zu erhalten. Fracht zum Beispiel dauert ein wenig, bis man die Daten erhalten hat. Wenn man also scannt, bekommt man vielleicht nicht sofort ein Feedback. Nicht, weil dort eine Uhr im Hintergrund läuft, sondern weil die Daten bei einem Server abgefragt werden müssen, der daraufhin einen anderen Server abfragen muss, der sagt, dass es ein anderer Server ist, bis dann schließlich die Informationen dem initial anfragenden Server übermittelt werden. Wenn man also einen Planeten scannen kann, um diese Informationen zu bekommen, dann ist das natürlich machbar, weil CRG diese ganzen Systeme hat. Insofern könnten sie es implementieren, um diese Informationen freizuschalten und sie dem Spieler zu übermitteln, aber ob sie es überhaupt implementieren werden, das ist die Aufgabe des Vehicle Tech Teams, die Technologie zu entwickeln, damit andere Teams die Grundlage nutzen können, um diese Informationen hinzuzufügen. Obwohl es also grundsätzlich möglich ist, kann hier nicht gesagt werden, ob es im Spiel möglich sein wird. Und hierzu möchte ich noch ergänzen, wenn ich das richtig verstehe, ist auch eine essentielle Grundlage des Scan-Vorgangs eines ganzen Planeten das Server-Meshing. Und auf das Server-Meshing kommen wir am Ende des Star Citizen Live noch zu sprechen, beziehungsweise Mark Aben spricht darüber. Das ist anzunehmen, denn der Kern des Gameplays ist es ja, Zielpersonen zu finden. Das wird durch diesen Zielmarker im Moment verhindert. Sozusagen ist das Finden, das Gameplay des Findens mit dem Zielmarker obsolet. Aber schlussendlich kann diese Frage in dem Rahmen dieses Star Citizen Live nicht final beantwortet werden. Es gibt Konzepte dafür, die ähnlich funktionieren wie das Stören von Quantumreisen. Es unterbricht Datenströme bzw. Radar- und Ping-Signalwellen. Letzten Endes funktioniert es auch schon, denn Raketen und ihr Suchalgorithmus können ja entsprechend gestört werden. Das zugrunde liegende System ist also dazu in der Lage. Allerdings ist es aktuell kein Fokus der Entwicklung. Zuerst muss man das betreffende Gameplay komplett entwickelt und implementiert haben und wenn das der Fall ist, macht man sich über gezielte Störmöglichkeiten Gedanken. Das betrifft auch die Mechanik der Geheimfächer oder der Geheimgänge. Die machen übrigens ein Entdecktwerden nicht unmöglich. Der Scan-Vorgang, um Dinge zu finden, die in diesen Geheimfächern oder Geheimgängen dann lagern, dauert nur entsprechend länger. Störungen bedeuten auch nicht, dass es gar keine Informationen gibt. Anstattdessen, je nach Scanning-Ausstattung und Art und Intensität der Störung, gibt es Informationsteile, vielleicht den Namen des Schiffes, vielleicht auch einen Teil der Ladung oder nach was auch immer gesucht wird. Die letzte Frage des Star Citizen Live und in meinen Augen tatsächlich auch so ein bisschen wie das große Finale einer Sendung, in der Mark Abend nochmal den großen Technikhammer rausholt. Er erklärt, eines der größten Vorhaben von CRG ist der Versuch, die Begrenzungen von Entfernungen loszuwerden. Vorher hatte das Radar eine feste Entfernung, in der es Dinge erfassen konnte, was im technischen Sinne heißt, das Radar spürt nur Dinge auf und zeigt nur Dinge an, die technisch auf unsere Spiele-PCs gestreamt werden oder wurden, weil das die Dinge sind, die aktiv berechnet sind. Man könnte darauf zielen, darauf schießen, damit interagieren, wie auch immer. Aber neben dem Radar haben wir ja den Ping. Und der ist hauptsächlich dazu da, sehr weit entfernte Dinge aufzuspüren, die womöglich auch inaktiv sind, die viel weiter weg sind als vielleicht ein paar Dutzend Kilometer. Wenn erst einmal das Server-Meshing aktiv ist, dann kann der Ping Signale zurückgeben, die womöglich nicht ein paar Dutzend, sondern ein paar Hunderttausende Kilometer entfernt sind. Was CRG mit der zugrunde liegenden Technologie tut, ist, ein Ping startet eine asynchrone Abfrage über das Server-Meshing API, die Programmierschnittstelle, an das Backend und erhält Informationen zurück, die für Ping oder Radar interessant sind. Diese werden dann als Blob oder Kontakt, je nach eingesetzter Mechanik, Ping oder Radar, ausgegeben. Da alle Informationen in einer Datenbank gespeichert sind, können Informationen abgerufen und einige davon in einem Blob gespeichert werden. Diesen Blob sieht man mit rudimentären Informationen, weil er weit, weit entfernt ist. Man könnte ihn scannen und sagen, da ist etwas, was mich interessiert. Ich könnte in diese Richtung fliegen. Und dann mit dem weiteren Spielverlauf des Anpingens fortfahren und dann kommt es schließlich in Radarreichweite und dann kann man es schlussendlich sehen. Und das ist das Spielziel, auf das CRG hinsteuert.
Das unmittelbar nächste Ziel ist es also, die Bestandssysteme durch die neuen Systeme zu ersetzen und somit Einschränkungen zu beseitigen, sodass man Dinge sehen kann, die hereingestreamt werden. Und dann, sobald die Server-Meshing-Technologie live ist, wird alles miteinander verknüpft, sodass Objekte auch über verschiedene Server hinweg gefunden werden können, wie zuvor skizziert. Das ist also die Richtung, in die CIG geht, und das ist es, was das Backend-System für das Radar-Scan-Gameplay nutzen wird, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, Dinge weit draußen im Weltall finden zu können. Das war's mit dem Star Citizen Live und weiter geht's mit dem AMA zum Reputationssystem. Los geht's. Mr. Coddy fragt, ob das Reputationssystem dem Spieler erlauben wird, exklusive und nicht exklusive Schiffe, Schiffswaffen, Schiffskomponenten, FPS-Waffen, Rüstungen, Anzüge, Skins und so weiter für einige Fraktionen und Missionsgeber freizuschalten. Darauf antwortet Rob Reiniger: Worüber wir in letzter Zeit viel gesprochen haben, ist genau, welche Belohnungen mit jeder Orga-Reputation verbunden sein werden und bei welchen Rängen wir sehen, dass diese Arten von Dingen belohnt werden. Eines der Dinge, die wir besprochen haben, sind Dinge wie das Freischalten der Farben einer Orga für die Verwendung auf bestimmten Gegenstandstypen auf einigen der höheren Ränge. Ich denke, das deckt im Großen und Ganzen das ab, worauf du mit dieser Frage abzielst. Die Antwort ist ja, wir suchen zu 100% nach dem besten Weg, eine viel breitere Nutzung des Farbsystems in das Spiel einzubauen. Und der Ruf wird ein wichtiger Liefermechanismus für diese Art von Belohnung sein. Wie ich mir das vorstelle, wenn man zum Beispiel die Microtech-Farben freischaltet, müsste man zurück nach New Babbage zu einem lokalen Laden vor Ort gehen, um seinen Gegenstand oder das Schiff mit dieser Farbe einzufärben, zu versehen. Für Fraktionen oder Organisationen, die nicht so eine klare Homebase haben, wie zum Beispiel Microtech, müssen wir erstens herausfinden, wo wir dieses Feature freischalten können und zweitens, wenn es sich um eine kleinere Organisation innerhalb des Spiels handelt, ob deren Farben etwas sind, das wir freigeben wollen. Im Allgemeinen ja, das ist etwas, wo wir in Zukunft drauf hinarbeiten. Was speziell die Läden betrifft, so planen wir, den Spielern die Gegenstände in den Läden mit kaufbaren Anforderungen anzuzeigen, wenn wir das Einkaufserlebnis überarbeiten. Wir würden also den rufspezifischen Gegenstand im Inventar sehen. Zum Beispiel würde dort stehen: erforderlich Doppelpunkt Microtech Reputation Rang 8. Der User Glayen fragt: Erlaubt uns eine hohe Reputation bei den Kopfgeldjägerfraktionen in jeder Gerichtsbarkeit einzufliegen, was normalerweise dort vielleicht eine Anklage nach sich ziehen würde, damit wir dort unserer Arbeit nachgehen können, eben ein Kopfgeld, einen gesuchten Verbrecher zu jagen und der Gerichtsbarkeit zu überbringen. Hierauf antwortet Luke Presley: Die Reputation bei Kopfgeldjägergilden wird, so hoffe ich, noch aufregendere Dinge ermöglichen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, eine nicht tödliche Waffe innerhalb von Raststätten und dergleichen zu tragen. Aber ja, es wird euch erlauben, einige Bereiche zu betreten, die für andere gesperrt sind. Ich sollte allerdings sagen, dass die derzeitige Implementierung von diesen Trespass-Zonen vorübergehend ist. Wir müssen derzeit einen Crime-Stud für Sicherheit und Verteidigung dort vergeben, um feindlich zu werden und sich zu wehren. Wir arbeiten an einem Sicherheitssystem, das neben vielen anderen Dingen es den Spielern erlauben wird, in eine Zone einzudringen oder in eine Zone einzufliegen und nur dann einen Crime-Stud zu erhalten, wenn man dort entdeckt, verhaftet, getötet wird, während man von den Verteidigungsanlagen angegriffen wird. Das ist eine interessante Antwort von Luke Presley, wie ich finde, weil sie darauf hinweist, dass das Gesetzsystem noch weiter ausgearbeitet werden wird und ein Kriminalitätsstatus nicht etwas Allumfassendes ist, sondern eben auch abgewägt, abgestuft wird, feiner nuanciert wird. Ich bin sehr gespannt, wo diesbezüglich die Reise noch hingehen wird.
Bad Lieutenant fragt, werden einige Schiffe hinter einer Reputationswall gesperrt sein? Also, dass man eine bestimmte Menge positiver Reputationspunkte bei einer Firma oder Organisation benötigt, um dieses Schiff kaufen zu können? Wenn ja, was passiert, wenn man bereits für dieses Schiff geplätscht hat? Kann man das Schiff trotzdem sofort benutzen oder muss man trotzdem die Reputationsanforderungen erfüllen, wie diejenigen, die es im Spiel kaufen wollen? Rob Reininger schreibt dazu, wir sind dabei, viele Dinge im Spiel, sowohl Gegenstände als auch Schiffe, hinter dem Reputationssystem aufzuhängen, anzusiedeln, zu verknüpfen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Ruf, die Reputation ohne ein Leveling-System eine der wichtigsten Fortschrittsstufen in unserem Spiel ist, wenn nicht sogar die wichtigste. Also werden wir jetzt, wo dieses Reputationssystem in der ersten Iteration eingebaut ist, versuchen, es in alle Formen von Belohnungsmechanismen einzubinden. Was die Spieler angeht, die Schiffe bereits besitzen, so werden sie immer Zugang zu diesen Schiffen haben über das Aesop Terminal. Was man jedoch wahrscheinlich sehen wird, wenn wir vorankommen, ist, dass Missionsinhalte, zu denen letztlich auch große Transportmissionen gehören werden, wahrscheinlich an den Ruf, die Reputation und/oder die Orga-Mitgliedschaft gekoppelt sein wird. Das heißt, das wissen wir ja auch schon, dass man eben bestimmte Missionen nur bekommt, wenn man in einem bestimmten Verband ist oder eben, wie hier gesagt, eine bestimmte Reputation hat. Ja. Weiter geht's zu dem User Utz. Und Utz schreibt, hallo. Star Citizen wird also sehr auf Missionen, Quests und Reputation basieren. Aber wie weit und wie umfangreich wird dieses System implementiert werden? Wird es die Hälfte unseres zukünftigen Gameplays und Geldverdienens einnehmen oder werden wir unsere eigenen Abenteuer suchen und uns nicht zu sehr auf Missionen und Reputation verlassen müssen, darauf achten müssen? Luke Presley schreibt dazu, der Ruf wird eine der wichtigsten Fortschrittstracker sein. Das heißt, um die größten Belohnungen zu erhalten, müsst ihr wahrscheinlich euch durch diese Ränge, durch das Reputationssystem hocharbeiten. Es steht euch immer frei, zu minern, zu handeln, zu salvagen, was auch immer. Aber wenn ihr eine Reputation bei Organisationen aufbaut, dann könnt ihr möglicherweise eure gefundenen Waren, Sachen, Objekte für mehr Geld verkaufen oder eben auch gewisse zusätzliche Game Loops überspringen, schneller zu Erfolgen kommen und so weiter. Und es wird jede Menge Inhalte in der Sandbox geben, die Möglichkeiten außerhalb von Quests und dergleichen bieten. Dinge wie Begegnungen, auf die Spieler stoßen können, die vielleicht nichts mit ihrem Ruf zu tun haben oder von ihrem Ruf beeinflusst werden. Wenn ihr zum Beispiel auf einen Kovalex-Konvoi trefft, die von Ninetales angegriffen wird. Du könntest instinktiv versuchen, diesen Konvoi zu beschützen und erhältst dafür unwissentlich Reputation bei der betreffenden Orga, während du gleichzeitig einen Reputationsschaden bei den Ninetales erleidest. Wenn du das nächste Mal auf so eine Konstellation stößt, dann könntest du aufgrund deines geringen Ansehens bei den Ninetales von ihnen als Ziel bevorzugt angegriffen werden. Und noch eine Frage von Bad Lieutenant und nochmal, der Junge, der hat's echt mit den Reputationsmauern. Noch eine Frage zur Reputationswall, diesmal nicht in Bezug auf Schiffe, sondern in Bezug auf Sonnensysteme. Ob die denn hinter einer Reputationsmauer verschlossen, verborgen sein werden, die man erst durch eine Reputationsstufe sich eröffnen muss. Dazu schreibt Sturmmesser, zick, ziggy, zick, keine Ahnung, kenne ich gar nicht, von CRG. Wir planen, mehr diegetische Dinge ins Verse zu bringen, als nur zu sagen, nein, ihr könnt hier nicht hingehen, bis ihr den Ruf X getroffen habt oder erreicht habt. Wir haben stattdessen vor, es so zu gestalten, dass ein Gebiet von Organisation X stark patrouilliert und bewacht wird oder ein Sprungpunkt von Organisation Y kontrolliert wird. Dann wird es potenziell interessantes Gameplay zu versuchen, mit diesen Hindernissen umzugehen, die manchmal so unüberwindbar wären, wie wir sie machen können. Sprich, man muss dann mit dieser betreffenden Organisation eben entsprechend gut Kirschen essen, Freund sein, um dann eben diesen Sprungpunkt passieren zu können, oder man muss stärker bewaffnet sein, wie auch immer. Der User, Userin Amoralisch fragt,
Könnt ihr uns etwas über das Reputationssystem und die mögliche Interaktion mit Spielerorganisationen erzählen? Ist es etwas, das für die nahe Zukunft geplant ist, oder ist es besser, unsere Hoffnungen vorerst zu zügeln? Hierzu auch wieder Sturmmesser von CIG. Wir haben zwei primäre Interaktionen zwischen Spielerorganisationen und Reputation ziemlich intensiv diskutiert. Die erste ist, dass Spielerorganisationen einen Ruf, eine Reputation, ähnlich wie ein Spieler bei anderen NPC-Organisationen und NPCs haben kann. Die Antwort auf diese Frage ist ein klares Ja. Vorbehaltlich unvorhersehbarer zukünftiger Komplikationen erlaubt das von uns implementierte Framework das, und wir planen es auch zu tun. Die andere Interaktion ist die Möglichkeit für Spielerorganisationen, ihre eigenen Regeln für einen Ruf aufzustellen, den sich die Spieler verdienen können. Während das Reputationssystem so aufgebaut ist, dass es dies ermöglicht, planen wir derzeit nicht, das zu tun. Es wurde heftig debattiert und ich kann nichts für immer ausschließen, aber das aktuelle Gefühl war, dass die Nachteile die Vorteile überwiegen. Die meisten Nachteile drehten sich um das Entfernen oder Reduzieren von Spielerinteraktionen und Gemeinschaftsbildungen, die wir fördern wollen. Was die nahe Zukunft einer Frage betrifft, das sind eher langfristige Pläne. Die beste Methode, um unseren Fortschritt zu verfolgen, wird die öffentliche Roadmap sein. Aber derzeit ist diesbezüglich nichts geplant. Das ist ja ziemlich interessant, dass sie Spielerorganisationen quasi als spielende Person behandeln, die sich einen Ruf aufbaut, wo ich mich frage, okay, wie wird das funktionieren? Wahrscheinlich wird die Schnittmenge der Spieler dieser Organisation mit ihrer Reputation sich dann irgendwie spiegeln, eine Schnittmenge bilden in der Organisation, in der sie sich befinden. Ganz interessant, auf der anderen Seite wird CRG es im Moment nicht erlauben, und es ist nicht geplant, so verstehe ich es, dass die Spielerorganisation ihre eigenen Regeln für eine Reputation aufbaut. Aber wer weiß, was da in Zukunft noch kommt. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, wie ich finde. Weiter geht's mit Ninja Brick. Der fragt, werden wir in der Lage sein, eine Mission zu erhalten, die eigentlich gar nicht unserem Ruf entspricht, unserer Reputation, indem wir den Missionsgeber bestechen. Stechen hinsichtlich, dass er unsere niedrige Reputation übersieht oder ja, unseren nicht gewünschten Ruf, wie auch immer. Und hierauf antwortet Sturmmesser, ja, in bestimmten Fällen. Einige Organisationen oder Kontakte werden diesbezügliche Interaktionsmöglichkeiten haben, dass man auch Aufträge annehmen kann, obwohl der Ruf des Spielers unter dem notwendigen Schwellenwert liegt. Aber dieser zu niedrige Ruf könnte vorübergehend übersehen werden, wenn man dem Missionsgeber etwas gibt, was er gerne möchte. Übliches Beispiel, man gibt einem Türsteher etwas Geld, um in einen Club zu gelangen. Es ist auch geplant, dass ihr Ansehen erlangen könnt, indem ihr einer Orga oder einem Kontakt etwas bringt, das er mag oder die Organisation mag. Allerdings sollte es etwas sein, das für das Gameplay interessanter ist als nur Geld. Wir haben uns bei der Entwicklung des Systems von einigen verschiedenen Spieltypen inspirieren lassen, darunter auch von Social Simulators, also von sozialen Simulatoren, also sowas wie Second Life, denke ich mal. Zany Wizard, der Juna Zany Wizard fragt, gibt es Überlegungen oder Pläne, professionsbasierte Verträge zu Star Citizen hinzuzufügen? Was ich meine ist Bergbau, Fracht, Transport, Medizin, Salvaging und so weiter. Zum Beispiel ein Mining-Vertrag, ein Bergbauvertrag, um ein neues Element zu finden oder veredeltes Agricium an einem bestimmten Ort zu liefern. Dies wiederum könnte sich auf die Reputation für diesen Beruf auswirken, wodurch neue Verträge oder Zugang zu Bergbauhilfsmitteln oder Boni freigeschaltet werden können. Rob Reininger antwortet darauf, es gibt hier also ein paar Dinge auszuspeichern. Ja, wir werden berufsspezifische Missionen hinzufügen. Die erste davon wird wahrscheinlich Frachttransport sein. Was ich damit meine, ist, dass man dafür bezahlt wird, eine bestehende Ladung für ein Unternehmen von einem Ort zum anderen zu transportieren. Die Idee bei anderen Berufen, zum Beispiel der Forschung, könnte sein,
neue Himmelskörper oder Orte zu finden und so weiter. Aber ja, während wir das Frachtsystem als Ganzes überarbeiten, würden wir gerne den aktuellen Warenhandel so verändern, dass Spieler Verträge abschließen können, um X Mengen der Frachtart Y an Ort Z zu einem garantierten Preis pro Einheit zu liefern. Dinge dieser Art. Und andere Berufe werden ähnliche Missionen haben, da sie sich auf die wichtigsten Spielziele jedes Berufs beziehen. Was die berufsspezifischen Reputationen angeht, so werden wir, so wie wir eine generische Kopfgeldjäger-Gilde haben, eine spezifische Reputation für jeden Beruf haben. Das wird ein wichtiger Faktor dafür sein, wann man zu neuen Orten gehen kann und welche Arten von Missionen man dort findet. Im Grunde genommen gibt das euch Zugang zu einer bestimmten, ja, Organisationsauftragskette, die sich von den Anfängermissionen unterscheidet. Der User Darkness, schreibt sich D-A-R-C-N-E-S, Dars oder Darkness, schreibt: Wie plant ihr Reputationsgrind als Gameplay-Notwendigkeit zu vermeiden? Ah, spannende Frage. Sturmmesser antwortet darauf: Das ist ein heikles Thema, da Grind eine verdammt negative Konnotation hat. In den meisten Fällen zu Recht, aber ich wollte dies schon seit der Veröffentlichung des Reputationsvideos weiter ausführen. Das Reputationssystem ist so aufgebaut, dass es sehr langfristige Ziele hat, was bedeutet, dass man das Spiel lange Zeit spielen muss, um höhere Ränge zu erreichen. Und das ist eine Art von Grind. Wir wollen, dass die Spieler langfristige Ziele haben, auf die sie hinarbeiten können. Unser Ziel ist es also nicht, irgendeinen Grind zu vermeiden, sondern einen schlechten Grind zu vermeiden. Was ich mit einem schlechten Grind meine, ist alles, was euch dazu zwingt, langweiliges, sich wiederholendes Gameplay zu machen. Um das in Zukunft zu vermeiden, was wir im Moment im Spiel haben, ist definitiv repetitiv, das wissen wir, haben wir ein paar verschiedene Dinge geplant. Die verschiedenen Sandbox-Elemente des Spiels, unterschiedliche Lösungen für dieselbe Aufgabe zuzulassen, Förderung von mehr Spielerinteraktion, sowohl Freund als auch Feind, durch mehr Zusammenstöße zwischen den Missionen dieser Fraktionen, dynamisch erstellte Missionen, die aus einem Pool von Missionsstücken auswählen, sodass selbst die Basismissionen sich voneinander unterscheiden, und man kann sich einen Namen machen, Reputationspunkte sammeln, indem man für Verbündete arbeitet. All das soll dafür sorgen, dass es auch dann noch interessant und fesselnd bleibt, wenn ihr wochenlang damit beschäftigt seid, eure Reputation bei der Organisation X in die Höhe zu arbeiten. User Nallout 4 fragt: Wie wird die Reputation für Dinge wie Fracht, Transportverträge funktionieren? Wird es Bedingungen geben, zum Beispiel wie schnell Waren geliefert werden, ob sie beschädigt sind und so weiter? Luke Presley antwortet: Wir werden definitiv Erfolgsstufen zu den Missionen hinzufügen, wo immer es möglich ist. Diese können angekündigt oder vor dem Spieler versteckt werden. Wir wollen das zunächst mit einer Variante der zeitkritischen Liefermissionen ausprobieren, bei der die Spieler so viel Fracht wie möglich abliefern sollen. Mit dem Glücksfaktor, dass sie rechtzeitig beladen, abfliegen und abladen können. Je mehr man abliefert, desto größer ist die Belohnung in UEC und Reputation. User Ermejo, Ermejo schreibt: Was wird passieren, wenn wir hunderte von Questgebern und Firmen haben werden? Plant ihr bereits ein Redesign für die App, zum Beispiel Filter mit Sonnensystemen, Planeten und so weiter? Sturmmesser antwortet: Ja, wir haben bereits mehrere zusätzliche Iterationen der Reputations-App geplant, für den Fall, dass weitere Inhalte und Systeme online gehen. Zwei der Dinge, die diese zukünftigen Versionen hinzufügen würden, sind Filtersysteme und ein Sortiersystem, das die Gruppierung ähnlicher Organisationen und Kontakte ermöglichen würde. Diese würden ergänzt durch das Favoritensystem, das wir in der aktuellen Implementierung haben. Und User Envali schreibt: Warum verlieren wir so viel Reputation für das Abbrechen oder Scheitern einer Mission, besonders auf höheren Reputationsstufen? Luke Presley antwortet: Reputation ist derzeit nur in der Kopfgeldjagd vertreten, die ein Arbeitsfeld mit hohem Risiko und hoher Belohnung ist. Aber wenn du mich fragst,
Ich persönlich habe mehr Nachsicht mit neueren, weniger erfahrenen Mitarbeitern, die sich erst einarbeiten müssen, und erwarte mehr von erfahrenen Mitarbeitern. Versagen auf einer höheren Ebene schadet dem Unternehmen mehr. Ich kann deinen Gedankengang gut nachvollziehen, aber wenn ich Mitarbeiter auf Kopfgeldjagd schicken würde und sie würden immer wieder unterlegen, dann hätte ich das definitive Gefühl, dass sie überfordert sind und würde sie schnell eine Stufe zurückstufen. User Kairu Jex fragt, kann man gleichzeitig legale und illegale Raps aufleveln, Pirat versus Kopfgeldjäger, oder wird das eine das andere aushebeln? Will Weißbaum schreibt dazu, mit dem Verbündeten- und Rivalitätssystem wollen wir es so haben oder so handhaben, dass ihr Entscheidungen darüber treffen müsst, bei wem ihr euer Ansehen erwerben wollt, hocharbeiten wollt. Wenn ihr für den Rivalen einer Organisation arbeitet, dann wirkt sich das natürlich auf das Ansehen dieser Gruppe aus. Und nochmal User Nwali. Nwali, verlieren wir mit der Zeit an Ansehen, an Reputation, wenn wir uns nicht mit einer bestimmten Fraktion auseinandersetzen? Luke Presley antwortet darauf, ja. Das System verfügt über eine Art Abklingfunktion, die wir auch nutzen werden. Wir können bis zum unteren Ende des aktuellen Stands abfallen und nicht weiter oder den ganzen Weg zurück auf Null. Die Geschwindigkeit dieser automatischen Reduktion, dieses Verfalls, wird zwischen den Organisationen steuerbar sein. Es wird auch einen Verfall zurück auf Null geben, wenn man ins Negative geht. Was bedeutet, dass sogar Organisationen, die einen hassen, nach einiger Zeit für einen Spieler wieder ansprechbar sind. Tommy S. fragt, welche Art von Belohnungen sind geplant, die nicht einfach nur Zugang zu mehr Missionen oder Auszahlungen sind? Werden wir VIP-Landeplätze bekommen, die näher an Raffinerien liegen, oder Zugang zu Landeplätzen des Hauptgebäudes in Hurston haben, um leichteren Zugang zu Missionsgebern, Handel und so weiter zu bekommen? Rob Reininger schreibt, das ist etwas, das wir unbedingt ausbauen wollen. Unser Belohnungssystem im Allgemeinen ist etwas, das wir im Laufe der Zeit weiterentwickeln wollen. Wenn ihr es nicht bereits auf der Roadmap gesehen habt, es gibt einen Eintrag namens Org Perks Benefits. Diese epische Aufgabe wird damit beginnen, Zugang zu einer Vielzahl von Dingen zu geben. Wir wollen nicht nur die Fähigkeit hinzufügen, Gegenstände als Belohnungen in Missionen zu geben, sondern wir wollen auch in der Lage sein, Dinge anzubieten wie, aber nicht speziell beschränkt auf, niedrige Gebühren für Schiffe, Rabatte in Geschäften, Einstellen von zusätzlichen Arbeitern für die Reparatur von Schiffen, was letzten Endes Zeit, Ressourcen, Menschen und so weiter benötigt. Kostenloser Landungsservice am Standort X kann immer kostenlos bei R-Corp reparieren, auffüllen, tanken zum Beispiel. Schiffsmietzeitverlängerungen oder Preisreduzierungen, Zugriff auf Artikel auf Vertretungsebene im Shop, Verfeinern von Auftragsprioritäten, derzeit hängt es von der Warteschlange vor euch ab, kostenloses Upgrade in der Raffinerie für die Methode, mit der ihr Waren raffinieren wollt. Und es gibt noch so viel mehr, das wir hinzufügen werden, wenn wir die Gameplay-Funktionalität erweitern. Die Quintessenz ist, dass all unsere Gameplay-Systeme in einer Art und Weise gebaut werden, wo wir leicht Funktionalitäten, Optionen als neue Ebenen, Level, Layer hinzufügen können, die nicht nur an den Ruf, sondern auch an das Belohnungssystem geknüpft werden können. Der User Wizet fragt, werden wir in der Lage sein, unseren Ruf oder anderen oder den Ruf von anderen Spielern zu hacken mit Hacking-Gameplay oder ihn mit ID-Spoofing zu verbergen? Sturmmesser schreibt, wir lieben diese Idee, den Ruf vorübergehend zu fälschen, um jemanden auszutricksen. Es wurde diskutiert, aber es ist noch nicht in Planung. Rusty Bolts fragt, wenn ich meinen Ruf für ein beliebiges Berufsfeld in Lorville aufbaue, muss ich dann für den gesamten Planeten Hurston bei Null anfangen? Wenn ich auf einen anderen Planeten gehe, muss ich dann auf Crusader meinen Ruf neu aufbauen? Dasselbe gilt für Stanton. Wenn ich nach Pyro fliege, muss ich dann bei Null anfangen? Wird es einen intergalaktischen Ruf geben, der sich über Städte, Planeten und Systeme erstreckt oder sogar über den menschlichen und xianischen Raum? Oder speist mein Ruf aus Lorville einen größeren Ruf, der sich über verschiedene Orte erstreckt? Rob Reininger antwortet, wenn ich deine Frage richtig verstehe, haben wir dafür den globalen Ruf Bounty Hunters Guild. Wenn du auf einen neuen Planeten fliegst und
an Kopfgeldjäger Karrieremissionen für eine bestimmte Fraktion kommen möchtest, zum Beispiel die Kopfgeldjägermission von Crusader Security, wird dein Ruf der Bounty Hunters Guild berücksichtigt, um zu entscheiden, welche Stufe von Missionen für dich verfügbar sind. Während wir nicht wollen, dass dies die Karriereränge komplett umgeht, wird euch dies von Anfang an Zugang zu den höherstufigen Missionen geben, was euch erlauben sollte, die niedrigeren Ränge ziemlich schnell zu umgehen oder zu überspringen, abzuarbeiten. Was ein weiterer Anreiz ist, sich in dem System, den Systemen zu bewegen und an Spielinhalten außerhalb eurer Startzone dann teilzunehmen, Missionen wahrzunehmen etc. Nochmal Tommy S. fragt, welche Art von Nicht-Kampf-Organisationen befinden sich in der Planung, Entwicklung oder Konzeption? Darauf antwortet Will Weisbaum, wir arbeiten daran, eine große Bandbreite an Organisationen zu haben, um die meisten der Gameplay-Aktivitäten abzudecken, die wir den Spielern anbieten wollen. Von Lebensmittellieferanten bis hin zu Hilfe am Straßenrand, also dem ADAC auf Deutsch. Die Grundidee ist, dass es kleinere lokale Unternehmen geben wird, die ein Planetensystem bedienen, mittlere Unternehmen, die ganze Sonnensysteme bedienen und größere Unternehmen, die mehrere Sonnen- oder Sternensysteme abdecken. Und nochmal Tommy S., auf welche der Funktionen, die kurz- und langfristig in das Reputationssystem kommen, freut ihr euch am meisten? Hierauf Sturmmesser. Das Feature, auf das wir uns am meisten freuen, ist die KI-Feindschaft, die durch den Ruf gesteuert wird. Es gibt eine Menge dynamischer Bestandteile dazu, aber es ist eines der Kernelemente, die es dem System ermöglichen, die Art von fesselndem Gameplay zu schaffen, die wir wirklich wollen. Das hört sich ja interessant an. Das heißt, sie freuen sich am meisten auf die KI-NPCs, die euch dann angreifen. Super. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mich darauf so toll freue. Gibt ja auch genug menschliche... Jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt. Naja, Mitspieler, die einem an den Kragen wollen. Mike Player fragt... Werden in naher Zukunft auch alle anderen Hauptorganisationen wie Red Wine Linehall, Prodlife Insurance, Kovalex Independent Contractors, Shubin Interstellar und so weiter in das Reputationssystem aufgenommen? Also nicht nur Bounty-Missionen bekommen die x-prozentige Auszahlung? Dazu Will Weisbaum, wir planen definitiv die Erweiterung auf weitere Missionstypen und Organisationen. Was jetzt im Spiel ist, waren unsere ersten Schritte. Anstatt zu warten, bis alle Organisationen auf einmal fertig sind, werden wir einen langsamen Rollout machen, um die älteren Verträge in das System zu bringen. Langfristig hoffen wir, dass man für die meisten Organisationen fast immer Reputationspunkte erhält, wenn man eine Mission durchführt. Es wird einige Ausnahmen geben, aber wir versuchen, so viele wie möglich sinnvoll einzubinden. Der Instigator fragt, werden die Missionen, die wir sehen, nach ihrem Ruf gefiltert? Wenn also Gruppe A mich mag und Gruppe B mich hasst, werden dann immer noch Missionen für Gruppe B oder nur für A angezeigt? Luke Presley, unser derzeitiger Gedanke ist, dass ihr nur die Missionen sehen könnt, für die ihr berechtigt seid oder kurz davor steht, berechtigt zu werden. Das wird den Spielern einen Einblick in die Missionen geben, die zum Beispiel jenseits ihres aktuellen Status verfügbar sind. Und User Urza de Kenneth fragt, werden Reputationen miteinander verknüpft? Zum Beispiel, wenn ich Missionen für einen kriminellen Kontakt oder Missionsgeber ausführe, verliere ich dann automatisch Ansehen bei der Advocacy oder Crusader Sicherheit? Sturmmesser, ganz klar, ja. Es gibt eine rudimentäre Version des Feind- und Verbündeten-Systems im Spiel, aber es treibt noch nicht viel Inhalt an. Ihr könnt ein bisschen davon mit der Kopfgeldjäger-Gilde sehen, wo ihr an Ansehen gewinnt, wenn ihr Kopfgeldjäger-Missionen für andere angeschlossene Organisationen erledigt. Wir haben Pläne, dieses System stark zu erweitern. Das war's. Kurz und knapp mit dem Reputations-AMA. Das waren wesentlich mehr Fragen, als ich mir das gedacht hätte. Sehr, sehr spannend. Also das, was wir derzeit haben, ist, wie schon gedacht, nur der erste Schritt und dieses System, ja. Im Prinzip verstehe ich es als die Grundlage, als das Kern-Gameplay-Element von Star Citizen, warum man Star Citizen überhaupt spielen sollte. Es geht also nicht um Geld verdienen, es geht nicht vorrangig
darum, größere Schiffe zu fliegen, sondern eben sich seinen Platz im Verse zu suchen, sich zu überlegen, welchen Ruf möchte ich überhaupt haben, welche Missionen sollte ich vielleicht nicht annehmen oder wenn ich sie angenommen habe, sollte ich sie dann vielleicht doch eher zurückziehen. Das ist natürlich auch eine sehr schlaue Geschichte, weil es gerade jetzt, ich sag mal, in den ersten Jahren viele Menschen gibt, die über die Jahre schon einen vierstelligen Betrag geplätscht haben, die viele große Schiffe besitzen und für die dann gar kein Anreiz mehr bestände, noch großartig Star Citizen zu spielen. Und dieser Anreiz wird eben auch durch dieses Reputationssystem geschaffen. Bin noch sehr, sehr gespannt, wie schnell sie dieses System ausrollen werden. Ich gehe aber davon aus, dass das eines der Kernelemente ist, wo wir in jedem Patch immer kleine Bestandteile neu dazu bekommen werden. Auf jeden Fall Reputation. Zum einen hat mich das Interesse erstaunt der Community. Das ist höher, als ich erwartet habe. Und zum anderen hat es einen viel größeren Einfluss auf das Spiel, als ich erwartet hätte. Es hat sogar den größten Einfluss, will ich mal sagen. Wie gesagt, weil es das gesamte Gameplay letzten Endes steuert und sogar die eigenen Entscheidungen beeinflusst, wie ich mich verhalten möchte im Verse und welche Aufträge, wie die sich auf meinen Spielercharakter auswirken etc. Hochgradig interessant und spannend. So, und auf in den Endspurt unseres heutigen Videos. Denn ich habe mir gedacht, hey, Inside Star Citizen, letzte Woche haben wir Star Citizen Live, AMA, komm, machst du noch das aktuelle Inside Star Citizen hinten dran. Und dort gibt es ja auch noch etwas zu erklären. Nämlich, es geht im ersten Teil um das Capacitor-Gameplay, dem Kondensatoren-Gameplay. Das haben wir zwar schon mal, ich meine, wir haben es schon mal erklärt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen, bevor wir uns das jetzt anschauen, was ist das eigentlich? Ein Kondensator. In gewisser Weise ist ein Kondensator ein wenig wie eine Batterie. Obwohl sie auf völlig unterschiedliche Weise funktionieren, speichern Kondensatoren und Batterien beide elektrische Energie. Wie wir wissen, hat eine Batterie zwei Pole. Im Inneren der Batterie werden durch chemische Reaktionen an einem Pol Elektronen erzeugt und am anderen Pol Elektronen aufgenommen. Ein Kondensator ist viel einfacher als eine Batterie, da er keine neuen Elektronen erzeugen kann. Er speichert sie nur. Im Inneren des Kondensators sind die Anschlüsse mit zwei Metallplatten verbunden, die durch eine nicht leitende Substanz, das Dielektrikum, getrennt sind. Theoretisch kann das Dielektrikum jeder nicht leitende Stoff sein. Für praktische Anwendungen werden jedoch bestimmte Materialien verwendet, die der Funktion des Kondensators am besten entsprechen. Keramik, Zellulose, Porzellan, Teflon und sogar Luft sind einige der verwendeten, nicht leitenden Materialien. Das Dielektrikum bestimmt, um welche Art von Kondensator es sich handelt und wofür er am besten geeignet ist. Kondensatoren können für jeden Zweck hergestellt werden, vom kleinsten Plastikkondensator in eurem Taschenrechner bis hin zu einem Ultrakondensator, der einen Pendlerbus versorgen kann. Die NASA verwendet Glaskondensatoren, beispielsweise um die Schaltkreise des Space Shuttles damals zu starten oder um Raumsonden zu starten. Kondensatoren werden in vielen elektrischen Anlagen und in nahezu allen elektrischen und elektronischen Geräten eingesetzt. Bei Aktivierung gibt ein Kondensator in einem winzigen Bruchteil einer Sekunde schnell die gespeicherte Energie, im Regelfall Strom, wieder ab. Sie werden in Blitzlichtgeräten eingesetzt, zum Spannungsschwankungsausgleich, in Frequenzumrichtern und als Speicherkondensator in Sample-and-Hold-Schaltungen. Wir fassen also zusammen. Ein Kondensator ist ein elektrisches Bauteil, das Energie einer Energiequelle entzieht, diese speichert und im Bedarfsfall schnell wieder abgibt. Kommen wir zum Inside Star Citizen zurück. The biggest influence in a combat situation is what... Den größten Einfluss auf eine Kampfsituation hat das Verhalten der Spieler. Sie können viele kleine Entscheidungen treffen und sie sind alle wichtig.
Mit den Capacitors, den Kondensatoren, möchte CIG den Spielern zusätzliche Optionen geben, um Kampfsituationen dynamischer zu gestalten. Und je dynamischer die Situation ist, desto dynamischer ist hoffentlich auch der Kampf. Die Aktionen des Spielers sollten das Kampferlebnis bestimmen, um den Ausgang eines Kampfes zu verändern. Aber nicht auf eine Art und Weise, dass es sich gamey anfühlt. Ein großer Teil unseres Kampfverhaltens basiert auf unserer Ausrüstung, die man sehr einfach zusammenstellt. Einige der Entscheidungen, die man auch im Kampf trifft, basieren einfach nur darauf, ob man eine Komponente übertaktet oder nicht. Das ist auch eine sehr interessante Entscheidung durchaus, aber man nimmt die Einstellung einmal vor dem Kampf vor und das war's. Vielleicht verschiebt man noch seine Schildsektoren ein wenig, aber die Anzahl der Entscheidungen, die man wirklich während des Kampfes trifft, ist sehr begrenzt. Es ist ein sehr lineares Gefühl im Kampf. Im Moment denkt man nur darüber nach, wie man seine Waffe auf den Gegner richtet. Aber CIG möchte erreichen, dass Kampf im Weltraum ein völlig anderer Simulationsansatz wird. Aktuell sind Spieler lediglich auf ihre Raumschiffwaffen fokussiert. Und vielleicht darauf, wie sie aus einer defensiven Situation wieder herauskommen. CIG hat aber darüber nachgedacht, wie sie in Kampfsituationen interessantere und entscheidendere, spannendere Entscheidungen aufbauen können. Die Antwort darauf ist das Capacitor-Gameplay, das Kondensatoren-Gameplay, was CIG für die Antwort hält auf die Frage, wie man zu kurzem, explosivem Gameplay kommt. Es geht darum, den Spielern die Wahl zu geben, dass sie etwas verändern können. Wir sollen uns das, wie von mir eingangs erklärt, als eine Art Energiepool vorstellen, den wir zur Verfügung haben. Dabei sprechen wir von zusätzlicher Energie, nicht die Energie, die unsere Raumschiffe standardmäßig verbrauchen. Diese zusätzliche Energie aus dem Pool, aus dem Kondensator, können wir nun verteilen. Wenn wir also zusätzlichen Schub benötigen, um zu manövrieren oder um einer unangenehmen Situation zu entkommen, können wir die gesamte zusätzliche Energie für eine begrenzte Zeit in die Schubdüsen leiten, bis der Kondensator leer ist. Diese Effekte sind drastisch. Allerdings können wir keine Energiekapazitäten zwischen zum Beispiel Geschützen und Schilden hin und her tauschen. Das funktioniert nicht. Aber wir können jedem Subsystem sagen, welches Subsystem beim Regenerieren bevorzugt werden soll. Anstatt also stumpf den Feuerknopf zu drücken und zu halten, wenn wir Energiewaffen benutzen, müssen wir uns jetzt, ab Implementierung des Capacitor-Gameplays, wirklich überlegen, ob wir Dauerfeuer geben wollen. Denn die Waffen werden zukünftig sehr schnell verbraucht sein. Und die Spieler, die vorausdenken und mit dieser Situation umgehen können, werden ab diesem Zeitpunkt im Kampf im Vorteil sein. Man muss die begrenzten Ressourcen, die man hat, strategisch einsetzen. Es geht also nicht nur um den Flug des Schiffes und auch nicht nur um einen bestimmten Winkel. Es geht um all diese verschiedenen Dinge, die zusammenkommen, um einen bestimmten Stil des Kampfes zu ergeben, den CIG erreichen möchte. Und sie sind überzeugt davon, dass die Dogfights zukünftig wesentlich spannender werden. In Bezug darauf, an welchem Punkt der Entwicklung des Capacitor-Gameplays CIG aktuell steht, die Tunings für die vier Hauptkampf-Raumschiff-Kategorien sind fast fertig. Der nächste Schritt ist sicherzustellen, dass die Waffen in diesen Kategorien passen und dass CIG die Killzeiten und die Manöver-Offsets dorthin bekommt, wo sie sie haben wollen. Sie wollen die Schiffe nicht so weit einschränken, dass sich alles wie ein Performance-Begrenzungsrahmen anfühlt. Vielmehr soll es sich anfühlen, als würde man seine eigenen Grenzen und die des Schiffes sprengen können. Und das ist etwas, was sie unbedingt erreichen wollen, weil CIG mit dem Balancing grundsätzlich aktuell eigentlich recht zufrieden ist. Insgesamt ist es ein sehr komplexes Unterfangen. Sie wollen es richtig machen. Jetzt muss dementsprechend viel getestet werden. Die Spieler beobachtet in der Testumgebung und sich die Ergebnisse angesehen werden. Entscheidungen getroffen und sichergestellt, dass es richtig ist, dass es sich richtig anfühlt und dass die Balance stimmt, um die Unterschiede zwischen den Schiffen beizubehalten und trotzdem ein konsistentes Spielgefühl zu erhalten. In jedem Fall wird Capacitor-Gameplay ein Feature sein, das sich über mehrere Versionen hinweg entwickeln wird. Und im zweiten Teil des interessanten Inside Star Citizens geht es um die Operating Modes oder die Operator Modes. Sinn und Zweck der Operator Modes ist es, dem Raumschiff einen Zweck zu geben, dass jeder Sitz im Schiff die Möglichkeit zum Zugriff auf bestimmte Werkzeuge und Spieloptionen auf dem Schiff hat.
Das eröffnet das Gameplay des Multicrew und gibt eine Menge Freiheit, damit Leute auf verschiedene Weise zusammenarbeiten können. Ein Operator-Modus erlaubt es im Grunde, eine Funktion aufzuteilen. Wenn man also im Schiff Platz auf einem Cockpit- oder Turret-Sitz nimmt, bekommt man alle Informationen zu einer bestimmten Aufgabe. Und das ist im Grunde genommen, was ein Operator-Modus ist. Die Operator-Modes, die jetzt im Spiel sind, sind Quantenantrieb, Scannen und Mining. Mit Blick auf die Zukunft ist Multicrew-Gameplay sicherlich nicht ganz da, wo CIG im Moment eigentlich sein möchte. Und so haben sie beschlossen, die Operator-Modi ein wenig zu manipulieren und verschiedenen Leuten auf verschiedenen Plätzen verschiedene Operator-Modi zu erlauben. So könnte der Co-Pilot zum Beispiel im Scan-Modus sein, während der Pilot im Flugmodus ist. Das würde es dem Co-Piloten ermöglichen, die Kontrolle über die ganzen Scanning-Sachen zu geben, während der Pilot sich nicht darum kümmern muss, aber auch dementsprechend keine Kontrolle über diese Dinge hat und sich stattdessen nur um den Flug kümmern kann oder braucht. Das ist also eine ziemlich einschneidende Veränderung, vor allem für Multicrew-Raumschiffe. Der Operator-Mode, an dem CRG im Moment arbeitet, ist der Missile-Operator-Mode. Das Ziel des Missile-Operator-Modes ist es, den Spielern einen schnellen Zugriff auf die Raketen im Kampf zu geben, denn es gibt einen bestimmten Bereich in einer bestimmten Zeit, in der Raketen die richtigen Werkzeuge sind, um in einer Situation im Kampf eingesetzt zu werden. So hat man nun die Möglichkeit, zwischen Geschütz- und Raketen-Operator-Mode zu wechseln und wieder zurück. Man kann nicht mehr beides gleichzeitig benutzen. Aber wenn wir ein Schiff mit mehreren Besatzungsmitgliedern haben und wir auf dem Pilotensitz sitzen und einen Co-Pilot dabei haben, kann der Pilot, wir, die Geschütze benutzen und der Co-Pilot kann gleichzeitig die volle Kontrolle über das Raketensystem haben. Man kann im Voraus wählen, wie viele Raketen man abfeuern will, sie alle einschalten und dann alle in einer Salve abfeuern. CRG hofft, dass sie den Spielern genug Informationen gegeben haben, damit sie, wenn sie ein Ziel im Missile Operator Mode anvisieren, die nächsten Schritte verstehen, nämlich wie groß das Ziel ist, wie weit entfernt und wie hoch die Chancen sind, das Ziel zu diesem Zeitpunkt zu treffen. Und wenn man sich im Missile Operator Mode befindet, erhält man all diese wichtigen Informationen. Zusammen mit dem Operator Mode hat CRG übrigens auch die Raketen komplett überarbeitet, die jetzt unter einem IFCS-2-System fliegen. Sie verhalten sich jetzt also wie Schiffe. Eine der großen Änderungen ist zum Beispiel, dass Raketen jetzt Treibstoff haben. Je mehr eine Rakete also manövriert, je mehr sie beschleunigt, desto mehr Treibstoff verbraucht sie, wodurch man sie besser ausmanövrieren kann. Und sie werden eine sehr begrenzte Möglichkeit haben, auf ein Ziel zurückzukommen, wenn der Pilot des Zielraumschiffes es schafft, eine Rakete auszuweichen. CRG hat außerdem den Flug der Rakete in drei verschiedene Phasen aufgeteilt. Die erste Phase ist die Boost-Phase, in der die Rakete versucht, so schnell wie möglich an Geschwindigkeit zu gewinnen und auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Sobald die Boost-Phase abgelaufen ist, geht sie in die Intercept-Phase über, in der die Rakete versucht, generell auf das Ziel zuzusteuern, um es abzufangen. Und dann, wenn sie noch näher kommt, geht sie in die volle Verfolgungsphase über, die CRG Endphase nennt, in der die Rakete ihre ganze Kraft darauf verwendet, das Ziel zu treffen, weil sie jetzt ziemlich nah dran ist. Was den aktuellen Stand der Dinge angeht, ist CRG zuversichtlich, es im nächsten Quartalspatch online zu bringen. Im letzten Quartal haben sie den Release ausgesetzt, weil es ein paar Dinge gab, die sie vor der Veröffentlichung fertigstellen wollten, um das Spielerlebnis zu verbessern. Sie sind ein ziemlich kleines Team, wird hier am Ende erwähnt, aber sehr stolz auf die Anstrengungen, die sie bisher unternommen haben und auch auf ihre Interaktion mit der Community, denn sie sind ein spielernahes Team, weil sie ein Experience-Team sind. Sie versuchen ständig, alles zu verbessern und das wird nicht aufhören. So, ihr Lieben, das war's für diesen Monat, würde ich fast sagen. Mal gucken, da ist noch ein Video mit Tony Sie angekündigt. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Aber ansonsten gilt, einmal im Monat kommt ein Video. Ich bedanke mich ganz herzlich für meine Unterstützer auf tippi.com. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Wenn auch ihr dazukommen wollt, www.tippi.com/astrosam, kommt gerne dazu. Da gibt es auch die ein und andere Information extra, welches Video ich gerade plane, was der Status ist und so weiter. Ansonsten bin ich am Freitag, den 21., also nächste Woche Freitag, bei PsychShot und wir gucken uns gemeinsam den Start der Invictus Week an. Ich freue mich schon sehr darauf. In der Woche drauf, am Samstag zum Ende der Invictus Launch Week, bin ich mit ganz vielen anderen Creatoren bei Crash, bei der Crash Academy.
eingeladen von Sawyer zu einer Bad Taste Party. Da bin ich auch schon neugierig drauf. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ansonsten, ja, der Hype ist groß um die Hercules. Erwartungsgemäß sind die Preise auch angezogen, aber nicht sehr viel. Also CRG hat nicht mehr diese ganz großen Schritte. Ich erinnere mich da an die Carrack, die gab es, glaube ich, mal für $300. Und die kostet ja jetzt bis, nagelt mich nicht fest, 600, 700 Euro. Also so viel ist es nicht. Ich glaube, es sind $40, $50 mehr, was auch komplett in Ordnung ist. Wer es verpasst hat, die Verse Night war jetzt gerade am letzten Dienstag. Fexi war zu Besuch und Spieler Blau. Wir haben ganz intensiv unter anderem über, nicht nur über die Streamer selbst und warum sie streamen, woher sie kommen, wo sie hin möchten gesprochen, sondern auch über die Technik von Star Citizen sehr interessante Gespräche geführt. Schaut auf jeden Fall da rein. Auf youtube.com/c/versenight oder auf www.versenight.de. Die Sendung diesmal gegen 4,5 Stunden. Wer sich das nicht als Video antun möchte, der kann die Sendung auch auf Spotify gucken und auch auf anderen Plattformen. Alle Informationen dazu gibt es auch auf www.versenight.de. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, euer Interesse. Freue mich schon auf das nächste Video. Mal gucken, wann es kommt. Wie gesagt, entweder nächsten Monat oder je nachdem, wann das Tony Sie-Video rauskommt. Schauen wir mal. Bleibt gesund, nutzt das schlechte Wetter, um Star Citizen zu spielen. Wir hören und wir sehen uns. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.